Okay, hallo Welt. Diesmal läuft die Aufnahme, ich weiß nicht. Dir ist wie ich. Nachdem ich den Witz jetzt zum dritten Mal gesagt habe, ich frage mich, warum ich so einen Scheiß mache, ist er überhaupt nicht mehr witzig. Ich huste auch die ganze Zeit. Ach so, hier habe ich entdeckt, Rechtsklick, Klingonzeichen, glaube ich. Irgendwas Klingonisches. Ja, was ich sagen wollte, ich habe mich gefreut, ich habe eine Aufnahme gerade gemacht, bin schon ein ganzes Stück weitergekommen, das nehme ich alles mit. Habe mich gefreut über die umfallenden Sachen, habe mich gefreut über einige Sachen, die hier funktioniert haben. Dann habe ich irgendwann zum Schluss der Aufnahme festgestellt, dass Fraps irgendwie mittendrin abgebrochen hat, warum auch immer. Die Aufnahme lief nicht wie gewollt, gewünscht weiter. Nur 3 Minuten wurden aufgenommen. Also habe ich es nochmal gestartet. Dann habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken und starte es jetzt zum, naja, mit Ton 1, 2, 3 zum vierten Mal. Ja, zum Mitton zum zweiten Mal, dritten. Ah, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen. Okay, hier, Sicherheitsterminal. Wollen wir doch mal schauen, was uns das sagt. Willkommen bei Termlink und Robco Industries. Freigabe Wall-Take, Sicherheit. Jetzt muss ich das alles nochmal vorlesen. Nein! Ich kann nicht einfach. Naja. Vault 111, Sicherheitsanweisung. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 010011. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Und das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Betriebsprotokoll Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Evakuierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einleitung der Ordnung zuständig, Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, die Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren. Und jetzt kommt ein Trick, den habe ich gerade rausgefunden, weil ich dachte, der Text geht da einfach nicht weiter. Nein, man kann E drücken. Dann geht er weiter. Jetzt lese ich zum ersten Mal. Präservierungskapseln sind in Gewahrsam genommenen Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Ja, so ging der Text weiter. Guck an. Mitarbeiterpflichten. Man sollte annehmen, dass ich den Text besser könnte, jetzt nachdem ich ihn zum zweiten Mal gelesen habe. Da war ein Geräusch hinter mir. Wissenschaftsteam. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktionen von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Sicherheitspersonal.
Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu folgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen: Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen. Nach Atmosphärenlecks suchen. Auseinandersetzungen des Personals schlichten. Durchsetzen der Regeln des Aufsehers. Durchsetzen der Vault-Tech-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung, TGS. Dann wird das ja nichts. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikation erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Okay. Dann Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault trägt die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und anderen Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tech-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tech in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tech-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tech eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren, es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tech. So, da waren noch vorhin irgendwie persönliche Sachen bei. Sicherheitsaufzeichnung. Ich glaube, das hatten wir jetzt, ne? Ja, genau. Aufnahme 5, ja, genau. Und dann kam Sicherheitsaufzeichnung. Genau. So eine Art Tagebuch. Samstag, 23. Oktober 2077. Oh Gott! Es ist tatsächlich passiert! Die Welt geht unter! Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir. Und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Samstag, 25. Dezember 2077. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein Fancy Lads Kuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht.
Versuchen Sie, etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach, egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Montag, 14. März 2078. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben, das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendetwas Übles vor, das spüre ich. Ich habe mich verklickt. Ich dachte, das hätten wir schon. Ich wollte kurz reingucken, dann habe ich gesehen, das hatten wir doch noch nicht. Ja, verdammt nochmal! Entschuldigung, ich meine, ja, 23. April 2078. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Oh Mann. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Und letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allem geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault auf die eine oder auf die andere Weise. Sicherheitsaufzeichnungen. Hatten wir das nicht gerade? Moment mal. Ja, das hatten wir. Entschuldigung. Welt da draußen. Ich hatte irgendwas knirscht hinter mir. Ach da. Ja, jetzt macht das Wasser doch Geräusche. Schön. Endlich Wasser, das Geräusche macht. Okay, wo muss ich lang? Ach da lang. Ja, hier lag doch irgendwas. Ja, genau. Schlagstock. Okay. Drücke F, um dir deine als Favoriten markierten Gegenstände anzuzeigen. Drücke 3 oder 0, um einen favoriten Gegenstand zu benutzen. 3 oder 0? 3 oder O? Oh, F. Favoriten. 0. Ja, wie soll ich denn an den 0 kommen da hinten so schnell? Geht das auch hier rum? Nee, ach, ich versuch's erst gar nicht. Ich habe eine Axt auf 3. Nee, das ist... Ja, 3 ist... Die Axt ist hier mein... Okay, weiter geht's. Die Spannung steigt! Wen finden wir jetzt hier als Ersten? Ja, leider habe ich das schon. Die Spannung kommt nachher, wenn ich da selber nicht mehr weiß, wie es war, weil ich das weder mit noch ohne Ton gespielt habe. Hier war ich nämlich gerade auch schon. Das habe ich gefunden.
ist beim ersten Mal nicht ohne Ton. Und so eine Kakerlake, die da kommt und gar nicht so bedrohlich ist, dachte ich, wie im Fallout 3. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Ja, Fallout 3 kann ich ja nochmal sagen. Ich bin einfach zum einen nicht aus der Vault rausgekommen, weil ich mich ständig verlaufen habe. Zum anderen wurde ich ständig von irgendwelchen Riesenkakerlaken getötet. Red Kakerlaken. Oh nein. Ich durchsuche erstmal alles. Das ist leer, offensichtlich. Oh, Kaffeetasse will ich haben. So, ich will das. Ich will aufs Klo. Ist immer noch zu. Kann man auch nicht öffnen. Trinken könnte ich. Ja. Solange es nicht radioaktiv verseucht ist, glaube ich, geht das. Es sei denn, da sind noch andere Viren drin. Oh, habe ich den Raum vorhin auch schon gesehen? Ja, habe ich. Ja, es ist ein wenig schwierig, immer so eine Wiederholung zu machen. Bank hinsetzen. Nein, danke, ich will weiter. Die Wiederholungen sind immer so ein bisschen nicht mehr spontan und da finde ich eigentlich, sollte ich das demnächst mal so ganz sein lassen. Die Tür kann ich schließen. Ja, wie gesagt, die Spontanität ist dann raus. Eben. Ist ja logisch. So, dennoch gucken wir uns jetzt diesen Freizeitterminal an und benutzen ihn. Aufseher Memo. Ich glaube nicht, dass ich das vorhin gesehen habe. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wie die Arbeitsleistung unzureichend, wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Das könnte aus dem Bierwerbespot sein. Top 10. Oh, ich dachte schon, das muss ich jetzt alles lesen. Top 10 von Freizeitgestaltungs-QQQ. Kein RP dabei. Okay, dann Band abspielen. Juhu. Oh ja. Ja, ohne Ton hatte ich das. Das ist ja witzig. Und ich hab's komplett durchgespielt. Ach nee, starten muss ich. Start? Wie jetzt? Achso. Mit Enter kann man starten. Nee, nochmal. Ja, Französisch kann ich nicht. Das sieht jetzt kompliziert aus. Ah, ich will da hoch. Oh, nein, ich will da runter. Ah! Tja, das war aber schlecht. Ich glaube, das ist nicht zu schaffen. Ist das spannend jetzt hier bei so einem Donkey Kong-Ableger zuzugucken? Einfach durchrennen, ohne sich stören zu lassen. Okay. Oh! Nein! Ich verkrampfe mich hier voll. Wieso? Wieso klappt das nicht? Einfach durchlaufen. Ah! War die vorher auch schon da? Nee. Ja, einmal. Nee! Nee, ich will nicht mehr. Nein, ich will aus dem Bunker raus hier. Ach, ich weiß nicht. Ja, ja. Das merke ich mir. Band abspielen. Oh, R. Hole Band auf. Achso, auswerfen. Ja, cool. Dann kann ich das immer wieder spielen, oder wie? Das auch? Zu laden ist? Achso, nee. Nein, nein. Lassen wir das. Jetzt habe ich ein Holo. Hier habe ich das Holoband also her. Mhm. Okay. Was auch immer das bedeutet. Jetzt geht's weiter. Weiter, 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 weiter. Wo ist denn... Ja, das war beim Ohne-Ton-Spielen auch hier sehr viel kritischer. Die Kakerlaken waren bedrohlicher und die Feuerblitze, die Elektroblitze hier, die waren auch sofort schon zu sehen von Weitem. Keine Ahnung, wieso das diesmal... Oh, drücke Maus 2, um zu blocken. Was? Ich bin verletzt. Ich nehme das mit, das eklige Fleisch.
Okay, hier habe ich schon ausprobiert. Aktivieren. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Und aufheben geht nicht. Da, der Gegenstand ist zu schwer, umgetragen zu werden. So, das macht aber Geräusche, wenn ich rüberlaufe. Kann ich die Kakerlake nicht auch noch einsammeln oder kriege ich dann sofort einen verbraten? Nee, ich gehe lieber nicht so nah dran. Okay, hier geht's weiter. Wow, so viele. Drücke links alles, genau. Ah, komm her. Du. Ah, du auch. Und. Ja, links alt ist so ein Powerschlag. Also links, linke Alt-Taste. Wuff. Und sonst macht sie so. Und ansonsten so noch. Ja. Mit der, also, ja, der Alt links. Maustaste links und Maustaste rechts. 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 Ja, wie geht's weiter? Ja, das war jetzt doch spontan. Tut mir leid. Stimpaks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her, heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Super! Die Waffe, 10 mm, 10 mm war ausgerüstet. Sehr schön. Eine Brille! Endlich! Ach, dann sehe ich auch richtig was. So, hier ist noch einer, der da liegt. Ich nehme mal über das. Ist das alles, was noch übrig ist? Ja, das scheint so. Das scheint so. Ja, wir schauen weiter. In den nächsten Raum hier. Ist bestimmt auch spannend. War hier nicht irgendwas? Und gehen jetzt zu Bett und schlafen eine Runde. 9 Stunden. Das geht dann alles von der Aufnahmezeit ab. Hier, wieder zu. Man kann es nicht öffnen. Trinken kann ich noch einen Schluck. Verbessert, ja, verbessert meine TP. Trefferpunkte oder was es ist. Okay, das ist ja, das ist schon mal gut. Koffer für Krylator. Entsperren. Meister. Nett. Dich hole ich mir später. Aber noch mehr davon und davon. Ja, Haarklammer, keine Haarklammer. Ich habe letztens nämlich irgendwo eine Haarklammer gehabt. Wo hatte ich die her? Vorkriegsgeld 5 und Bleistift. Haarklammer, da ist sie. Da, 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 da. Das Ding will ich jetzt haben. Oh, Steuerung ist also verstecken. Okay, entsperren. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ich habe irgendwas falsch gesetzt an den. Zu viel Intelligenz und zu wenig. Was gab's denn da? Kraft vielleicht? Nee. Irgendwas anderes. Charisma, um das Souverän aufzugehen. Ja, an dieser Stelle werde ich das Video mal vorsichtshalber beenden, bevor wir in den Aufseher-Terminal gehen. Denn das könnte dann auch nochmal dauern. Das mache ich dann lieber nochmal. Sonst muss ich nämlich das alles nochmal spielen und ich möchte doch weiterkommen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.